Ja, willkommen zu einem neuen Test. Wir testen ein altes Spiel von 2014 mal an. Kostenlos. Dazu gibt's aber auch... Musik ist schon wieder so laut. Einige DLCs. Können wir irgendwo Musik einstellen? Natürlich nicht. Daher gehen wir einfach mal rein hier... Da, rein da. Oh, es ist ruhiger. Also, wie gesagt, von 2014. Ein altes Spiel. Ein Rätsel, PvE und drei Gewinnspiel. Also, mal schauen, was das so ist. Ja. Mana verdient Schaden aus seinen Zauberwirken. Eine zufällige Beteiligung im Kampf. Aha. Okay. Kampfgrundlagen lernen. Kombiniere Schädel, um Schaden zu verursachen. Kombiniere farbige Mana-Edelsteine, um Einheiten aufzuladen. Wirke Zaubersprüche mit aufgeladenen Einheiten. Okay, das erste, was wir machen, können wir hier irgendwie... Ne, wir können nur auf Tastatur gehen. Das ist doch dumm. Wir können nur mit Escape. Ich wollte eigentlich... Okay, aber wir machen mal, was wir sagen. Mhm. Wo sehen wir das live? 5? 5? Ah, Verteidigung haben sie auch. Okay. Damit ist der erste down. Okay. Aha. Okay, Ritter, bla bla bla. Wir überspringen das mal. Vater, blablabla. Okay. Ich würde lieber mal den Sound einstellen wollen. Fortgeschrittener Kampf. Kombiniere 4 oder mehr Edelsteine, um einen extra Zug zu erhalten. Totenschädel verursachen Bonusschaden und explodieren. Passende Mana-Edelsteine können eine Mana-Welle auslösen, die mehr Magie ergibt. Okay. Verstehe. Aha. So. Was sehe ich da jetzt? Ah, okay. Welche Steine die bekommen? Ah, okay. Welche Kombi ich habe? Dementsprechend. Für einen zufälligen Gegner. Okay. Er schaffe lila. Okay. Mana Surge. Ja, bitteschön. Untere. Das muss voll sein, damit die nochmal angreifen, ne? So wie er jetzt. So. Wir beiden verbinden eine Attacke wirken, okay. Hey, sie wird einmalig vor dem nächsten. Okay. Achso, was können wir jetzt machen? Nochmal? Okay. Aha. Und nu? Ja, können wir doch nicht. Wir können doch gar nichts angreifen. Wir können halt den machen. Mana Surge. Erschaffe Edelsteine. Dadurch können wir jetzt mit ihm angreifen, glaube ich. Ja.
Das ist ein merkwürdiges Spiel. Ja, ich würde gerne die Lautstärke anpassen wollen. Ich hasse es. Das hasse ich an Games. Verursache Schaden durch kombinierte Schädel entsprechend deiner Attackenfähigkeiten. Schaden wird von der Rüstung absorbiert und danach Leben abgezogen. Jede Einheit hat ein oder mehrere eindeutige Farben. Ja, das habe ich schon verstanden. Mana Surge. Extra Turn. Schon mal down. Grün. Aber es greift auch immer nur er an, ne? Also. Gelb oder grün? Blau wäre der untere. Lila? Okay, er hat noch ein Life. So. Können wir jetzt irgendwo unseren Namen, nicht unseren Namen, Feuers, ja, wir gehen damit, Eis, für einen Feind 3 Schaden zu, nach, danach erschaffe 3, okay, ich würde gerne irgendwo die Lautstärke anpassen wollen, kann ich das nur am Anfang, wenn ich das Spiel gestartet habe, da konnte man nämlich so Einstellungen machen. Okay, ich starte kurz das Game nochmal neu. Wenn ich komme ja hier nicht mal raus. Was ist das denn? Okay, ich starte das nochmal neu. Ich kann nicht die Lautstärke immer noch nicht, auch nach dem Neustart nicht. Das ist so. Und ich komme hier auch theoretisch aus dem Spiel nicht raus, wenn ich jetzt hier auf Campen gehe. Team beitreten. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Lautstärke. Ich will hier irgendwas. Nee. Das vorübergehende GMs wird minimiert und deinem Browser eröffnet. Abbruch. Ich würde gerne die Lautstärke anpassen. Also nochmal hier rein. Teambearbeitung. Nee. My blade is ready. My blade is ready. Ja. Okay, weiter. Auch nicht. Okay, auch das geht nicht. Dann gehen wir in den Kampf mal kurz rein. Diese neuen Totenschädel sind mächtig. Sie werden explodieren, wenn du sie mit anderen Schädeln kombinierst, wodurch dein Team Mana erhält und 5 zusätzliche Schaden. Aha. Gut, du brauchst nur Blue. Okay, du kannst 5 Edelsteine in einer L-Formation. Ja, das ist klar. Mana Surge. Mana Surge. Aha.
Ich habe hier noch, ich habe noch immer noch keine Ahnung. Belohnung. Aha, weiter. Stufenaufstieg, schön. Irgendeine Geschichte, die dahinter steckt, okay. Und dann geht's weiter. Für mich wäre doch viel sinnvoller, wenn man hier die Musik irgendwie einstellen könnte. Der Zauber des Kiesel fügt einem zufälligen Feind Schaden zu. Ja, schön für den Hinweis, danke dir. Ja. Wollte ich ja auch machen, mein Good Store. Achso, können wir uns sogar auswählen. Okay. Jetzt hat er mal Schaden bekommen. Das bedeutet, wir müssen sogar so spielen, dass wir den Gegner nicht in die Hände spielen. Okay. Ja, schön. Seelen. Und was kann ich dann damit machen? Muss ich jetzt hier einmal durchspielen, damit ich irgendwie dahin komme, wo ich hin will? Du solltest genug Seelen verdient haben, um deine Kinshi zu verbessern. Okay. Stufenaufstieg. Level. Aha. Okay. Okay. Auch wenn ich den bisher nicht gebraucht habe. Das verstehe ich halt hier noch nicht ganz dran. Sind wir nochmal dran? Achso, weil wir jetzt eine Dreier hatten. Okay, dann machen wir mal den hier. Extra Turn. Das bringt uns nichts. Müssen wir den machen. Aber damit spielen wir ihm theoretisch in die Hände, oder? Okay, wir kriegen noch. Okay. Ich finde es ein sehr weirdes Spiel. Okay, mein Held ist aufgestiegen. Wieder eine weirde Geschichte. Oh, Priesterin. Keine Ahnung, was sie macht. Kaum Schaden. Hm. Wow. Kann man die nicht nochmal? Da haben wir nicht genug Seelen, wa? Ja. Aber immerhin haben wir einfach mal auf Stufe 2 hochgebracht. Warum auch nicht? Der Zauber der Priesterin hilft deinem Verbündeten, indem ihm eine Barriere gibt an ihm von. Okay. So, erstmal machen wir den. Dann den. Haben wir noch irgendwo einen Vierer? Nee, dann greifen wir erstmal an. So, jetzt nochmal einen Angriff. Also, warum sollen wir mit Angriffen
Bahn, wenn wir Extrazug. Der bringt uns aber nur bedingt was. Okay, war klar. Oder anders ausgedrückt, ich hab's mir schon gedacht, dass das passiert. Ich sehe auch keinen anderen Vierer gerade. Naja. Also problematisch ist. Da oben. Oh, da war da. Warte mal, da war gerade das Rad. Können wir da das machen? Ja, komm. Komm. Don't touch my treasure. Du hast eine Barriere, um deine Waffe zu verbessern. Okay, was ist eine Barriere, um meine Waffe zu verbessern? Ah, okay. Aha. Haben wir? Okay, und nun? Da war gerade diese Rädchen im Kampf oben. Da. Oh, ich habe das nicht gesehen die ganze Zeit. Okay, kann man dann auch hier das Spiel verlassen, rein technisch gesehen? Oder es hat einfach nur... nö. Weiter. Im Kampf. Sind nur Kampfinfos, ne? Also... so. Ja, machen wir auch den Angriff noch. Hätte ich auch gemacht an seiner Stelle. Ja, dann machen wir hier erstmal dich. Und er macht jetzt den. Habe ich mir gedacht. Scheint doch immer der Oberste nur anzugreifen, ne? Rot brauchen wir gar nicht. Interessanterweise. Er will's aber. Wir brauchen gelb oder so. Oder blau. Gelb wäre das. Okay. So, wir können erstmal einen Angriff durchführen. Nein. Okay, jetzt ist unser Held weg. Auch interessant. So. Erstmal dich, extra Zug, Feuer frei. An sich ist das ja auch ein komplett, also so richtig komplett Glücksspiel, ne? Also da kann man ja sagen, was man will. Egal wie man es sieht. Oh, wir können hier auch... Der hat 3, der hat 5. Wie viel haben wir? Wir haben auch 5. So. So würde ich das jetzt mal staffeln. Ich würde hier Feuer... Keine Ahnung. Ja. Und gucken wir doch mal rein. Der Zauber der Goblins lässt Edelsteine explodieren, die deiner... Okay. Oh, ein 5er. Ja, den machen wir. Das machen wir auf alle Fälle. Ich hätte auch gesagt, wir machen den. Haben wir noch einen 4er? Achso, erstmal können wir den Zauber wirken. Oh, machen wir auf ihn hier. Und dann ist er weg. Gelb, natürlich für die Priesterin. Haben wir wieder einen extra Zug. Lila wäre mein Hundi. Ja. Der Zauber scheint auch immer ein Zug zu sein, ne?
Okay, das war gerade auch wieder lächerlich. Also so ganz verstehen tue ich dieses Spiel nicht. Das ist auch so, ja. Eigentlich mehr ein Handy-Game, oder? Überlasse jetzt hinzufügen. Jetzt dir Einheiten hinzuzufügen. Also. Okay. Erstmal extra Zug machen. Und noch ein extra Zug haben wir hier, glaube ich. Mana Surge. Okay. Ja, mussten wir einfach machen. Extrazug ist auch verständlich. Noch ein Extrazug, Mist. Extrazüge gefallen mir gar nicht. Das können wir nicht machen. Das können wir machen, ja. Ich würde fast sagen, wir machen trotzdem den, damit er es nicht machen kann. Dann. Ja. Extra Zug für uns. Dann nehmen wir nochmal gelb. Dann haben wir nämlich das. Und dann sollte das passen. Den. Down. Okay. Das war das Tutorial. Okay. So. Wie sieht's denn... Oh, okay. Es gibt einige Quests zu erledigen. Wähle den Quest-Button aus, um die Geschichte fortzuführen. Okay, das war... Okay. Ja. Will ich aber gerade nicht. Ich will gucken... Willkommen. Ja, ich will wissen, was hier ist. Wenn ich jetzt das Tutorial absolviert habe, dann lasst mich doch machen, was ich will. Leute, was ist denn das für ein Schwachsinn, dass ich jetzt nicht machen kann, was ich will, wenn ich das Tutorial hinter mir habe? Das ist zum Kotzen. Sowas finde ich, sorry, wenn ich das so ausdrücke, sowas finde ich dumm. Also es gibt ein Tutorial und ab da an sollte alle, ne, feindliche Einheiten, du kannst, nein, willigen, ist mir auch egal, was da an feindlichen Einheiten rumgeistert. Jetzt sehe ich doch, wenn ich dann dagegen kämpfe, oder nicht? Also. So. Na dann. Die Frage ist, was wir machen. Rot finde ich... Nee, wir brauchen jetzt mal blau. Dann mal wieder blau. Haben wir irgendwo einen Vierer? Zumindest sehe ich jetzt gerade keinen. Ja, hier weg damit. So. Mal jetzt irgendwo ein Vierer. Ich sehe immer noch keinen. Aber warum sollte ich das machen? So, für ihn. Okay. Ja. Oh, blau. The might of good will shield us from harm. Okay.
Extra Zug. Mana Surge. Haben wir noch einen extra Zug? Natürlich. Mana Surge. Okay. Mana Surge. Oh Mann. Haben wir wohl gewonnen. So, darf ich jetzt tun, was ich will? Ah. Einsammeln. Okay. Truhe öffnen. Keine Ahnung. Spiele. Kopfgelder. Okay, dann gibt es hier verschiedenste Sachen, die man machen kann. Keine Ahnung, was das sind. Neue Gebiete nehme ich mal ganz stark an. Truhen. Okay, Gilde, Einheiten, Shop, Events, Angebote. Klar, kostenloses Game, finanziert sie. Events. Also. Naja. Ist halt ein Spiel von 2014, muss man dazu sagen. Einkommen pro Stunde, aha. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ach so, wir könnten hier jetzt eine Truhe öffnen. Okay, machen wir doch einfach mal. Wir haben ja einen Schlüssel. Was haben wir jetzt bekommen? Ihn, ultra seltener Barren, Ruhm, Gold und Seelen. Okay. Shop-Angebot können wir uns angucken. Ja, klar. Die müssen sich ja irgendwie finanzieren. Erledige tägliche Aufgaben. Was stand da? Gewinne Kämpfe in Königreich. Okay. Gehe zur Aufgabe. Ist das jetzt hier oder was? Hm. Keine Ahnung. Ja. Wem es gefällt, das ist... Ja, meins ist es nicht. Muss ich ehrlich so sagen, auch der Anfang, ich finde das ein bisschen mit den Einstellungen, dass immer die Musik so laut sein muss. Die Hersteller müssen langsam mal kapieren, dass das einfach Blödsinn ist. Grafik, ja, kann man halt hoch einstellen, aber ja, ist halt nicht grafisch wirklich anforderbar, ne? Spieler, Seelenschmiede, okay, hier gibt es verschiedene Level, ab denen die freigeschaltet werden. Oh, da gibt es noch mehr. Wird frei, wird auf Heldenstufe frei, Arena, okay. Also man könnte hier natürlich eine ganze Menge machen und Zeit verbringen, aber muss jeder für sich selber wissen. Meinst du das nicht? Aber, ja. Wenn ihr auf so ein Spiel Bock habt, zieht es euch rein, ist halt kostenlos. Man kann aber DLCs kaufen, darf man nicht vergessen, da gibt es auch so Bundles für, die man kaufen kann, aber naja. Ich weiß ja nicht, ob man dafür sowas Geld ausgeben sollte. Meiner Meinung nach, nein. Aber das ist, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Daher würde ich jetzt erstmal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.